Aber fahr vorsichtig, so mir wird ganz schnell schlecht, weißt Glaube ich dir nicht. Doch. Du musst vorne sitzen, der Carsten. Ah, du siehst aber voll professionell aus. Danke. Mhm. Du auch. Du Bitte. Siehst aus wie ein Vorarbeiter. Mhm. Ja, ich bin auch einer. Ja, ich nämlich einen weißen Helm. Ja, und ich habe studiert. Bauwesen und so. Weißt du? Mhm. Bin Ingenieur. Ingenieur? Ingenieur bin ich. Ingenieur. Ingenieur. Bin Ingenieur. Immer diese Abkürzungen hier. Ja. Sparen Zeit. Halt schlimm. Cheffe beschneidet unser Gehalt, wenn wir nicht pünktlich liefern. Ja, das stimmt allerdings. Ich beschneide gleich noch was ganz anderes. Hallo Josh. Oh oh. Boah, da siehst du ja gar nichts mehr, ey. Macht Gefahrentransport hier. Achtung, Schwertransport. Ach, James, du kleiner James. Dreck. Wir wollten Erde holen. So, Kieswerk. Mir egal, ob das kostet. So. So. Wo müssen wir hin? Hier unter die weißen Dingens, also auf die weißen Markierungen hier unter die drei Silos. Okay. Aber okay, da musst du nicht mal stehen bleiben, du musst nur langsam drunter fahren, dann hast du schon Erde drauf. Also hier, so, zack. Ja, so. Und man fährt halt zwar eigentlich rückwärts drunter, zack, aber okay. Erde drauf. Das ist egal, erstmal rückwärts. Ja, aber hast du mal geguckt, ob wir genug jetzt haben? Ja, unten der Kreis ist voll. Eigentlich würde eine Ladung komplett ausreichen. Du siehst unten rechts in der Ecke. Ja, aber da seid ihr wahrscheinlich zu schnell, oder? Du siehst unten rechts in der Ecke ist der Kreis voll. Da steht 4 Kubikmeter. Ja, der Brownie hat wahrscheinlich... Ach, 4 Kubikmeter steht da. Ja, gut, das stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht hätte man einfach den Großen nehmen sollen, dann wäre man schneller gewesen. Ja, den hätte man, glaube ich, nicht abkippen können. Stimmt, ja. Ging ja nicht, ne, mit dem Hättest du da drunter schaufeln müssen. Mhm. Runterschaufeln mit dem Kran, mit so einem Haken, so husch. Ich begleite euch. Merkt ihr eigentlich, der Chef, ne, der ist heute ganz ruhig. Ja. Mhm. Mhm. Er hat der konzentriert sich gerade. Er hat mir letztens mal erzählt, er möchte das mal ernsthaft spielen. Was? Ich habe auch von den Zuschauern gehört, die finden das gut, wie wir das spielen. Also sagen meine Zuschauer zumindest. Weil wir mehrmals erwähnt haben, deine Zuschauer. Ja, weil wir echt, mehrmals erwähnt haben, ja, wir nehmen das Spiel nicht ernst und so und das kann nicht ernst, voll kacke und so, aber die wollen das eigentlich so. Ich hab das schneller. Schild in den Himmel gekegelt. Ich guck aus dem Fenster, Josh, wo bist denn du? Da, ich warte auf dich. Ach guck mal, bei mir funktioniert die Spiegel, nur beim Beifahrer. Ich will dir doch, was? Wo sind Spiegel? Ja, beim Beifahrer funktionieren die nicht. Funktionieren aber nicht. In der Innenansicht, beim Fahrer funktionieren die. Ist doof, ne? Ja. Da kommt Auto! Beifahrer nicht. Muss ich ja, bei dir funktioniert auch die andere Ansicht nicht, ne? Die normale, so nach vorne rausgucken. Alter, finde! Kommt der Josh vom Himmel geflogen. Aber es hat funktioniert, das kann keiner abstreiten. Wir sind nicht in England, ne? Ja, aktuell sind nicht? Der ist ausgewichen, der Auto. Nee, macht der Auto das auch? Nee, macht er nicht. Ne, wir machen das auch nicht, ne? Wir weichen nicht aus. Wir sind hart. Wir sind auch hart. Wenn da Bäume sind, wir sind härter als Bäume. Ach, das ist schön hier. Guck mal hier, Sägewerk und so. Im Sägewerk, Sägewerk. In 50 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen, danach in 100 Metern rechts 100 abbiegen. Meter, das sind für mich nicht 100 Meter. Es ist mir egal, dass es so viel ist. Eigentlich wäre das gewesen, in 200 Meter rechts abbiegen, danach direkt wieder rechts abbiegen. Danach sofort rechts abbiegen. Um jetzt auf B528 zu bleiben. Der Straße 3 Kilometer folgen. Ja. Danach geradeaus. Ach, das finde ich auch das Sinnvollste. Der Straße 3 Kilometer folgen, danach geradeaus. Jetzt rechts abbiegen, danach. Links ist das. Das ist aber links. Links, ihr Dreckes, ey. Und dann sofort links und so. James. Ham. Deswegen ist das ja, da so kommt, ruhig, da kommt er locker durch hier. Ja, locker durch. Wenn wir selbst ich da durchkomme, ich bin schon echt breit. Du bist nicht breit. Jo, mei, bin ich breit. Jo, mei, da werde ich aber zurück. So, und jetzt da den Dreck da drauf kippen. Ey, ich lache so jetzt, wenn die Blumen auch woanders hin müssen. Natürlich müssen die woanders hin. Wir sind professionelle Bauarbeiter. Wir sollten in den markierten Bereich. Wir haben... Ja, wir kippen einfach alles so, irgendwie 100%, passt. Ja, Tatsache, das ist ja. Guck mal, die müssen in den Pylonenbereich. Dumm gelaufen. Ja, dann fahr da mal weg. Hau ab. Ja, gleich alle Fahrzeuge wieder beseitigt, der Dreck ist. Ja. Der wird nicht gebraucht, wird beseitigt. Genau, schiebt die alle mal darüber. Aber wir dürfen ja nicht Absetzskipper machen, weil ist ja, geht ja kaputt alles. Wer hat den Schutt hier gleich liegen lassen? Wir hätten da aber seine Erde liegen lassen. Schau dir mal weg. Das ist voll geil gemacht, der Schutt hier. Müsst ihr mal angucken. Schutt? Der ist voll geil gemacht. Schau mal, kann man sogar reinschieben? Ganz ehrlich, ganz blöde Frage jetzt mal.
Ja. Ja. Wir sind an der Baustelle, wo ein neues Haus gebaut wird. Ja. Wo ja. kommt der Schutt her? Ich sag mal, in dem Haus, also ich vorher stand. Ich find's eigentlich viel interessanter, warum man als erstes das Blumenbeet baut. Ja, das finde ich auch, vor allem mitten also, rein. Wo kommt denn das Haus hin, wenn das Blumenbeet mitten rein muss? That's what I'm asking. Oder da ist ein Ding da, guck mal. Oh, ein Ding da? Ein Planierding. Oh, so eine Rittelplatte. Oh, ja. Ich hätte den kleinen genommen, aber gut. Ja, warte, den einen, den krieg ich, glaube ich, hier. Warte mal. Oder wir sprinten einfach dagegen. Wir müssen den Typ da ansprechen. Boah, das sieht aber echt gut. Das ist ein Hotelinhaber, der spätere. Oh, jetzt so, stehe ich hier aber auf dem... Nee, hier, der ist noch nicht drin. Bisher zufrieden mit der Arbeit ihrer Beauftragten. Oh, jetzt habe ich die da hinten wieder rausgeschubst. Nee, passt schon, die stehen noch drin. Ja, durchaus, ja, ich muss sagen, dass ich hier weiter stehe. Fällt mich halt an und dann kippt das wieder rein, aber so. Im Prinzip, ja, wir haben das bekommen. Wir bekommen 5200 Euro von mir. Warum ist jetzt alles weg? Weil jetzt fertig ist. Ja, aber mal ganz ehrlich, was ist das? Wo sind denn die jetzt gepflanzt worden? Warte, wir sind noch nicht ganz fertig. Boah, sind die doof. Nee, mit dem Projektmanager sprechen, der Josch steht genau davor. Das mache ich gerade. Retter in der Not. Naja, das ging ja schnell. Vielen Dank für die prompte Lieferung. So haben wir uns das vorgestellt. Wenn nur alle Unternehmen so zuverlässig und zügig arbeiten würden, wie Sie. Das steht da gern immer. Gern geschehen. Beim nächsten Mal wenden Sie sich am besten gleich an uns. Okay, das werden wir sicher. Welche Art von Aufträgen führen Sie denn sonst noch so durch? Neben Gas- und Landschaftsbau übernehmen wir auch Bauaufträge jedweder Art und Größe und hin und wieder Spezial- oder Eiltransporte. Bauaufträge, sagen Sie. Das wäre doch eine Überlegung wert. Sie müssen wissen, dass die Hoteldirektion direkt 4 Luxusstrandhäuser dort direkt drüben neben dem Hotel plant. Ich denke, sobald die Ausschreibung rausgeht, werde ich Sie dafür in Kenntnis setzen und werde in Zukunft ein lobender werden. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. So, alle, raus. Ja, muss auch raus. Ja, schade. Jetzt haben wir das Hotel gebaut, oder was? Ja, warte. Sobald wir weg sind, haben wir das Hotel gebaut. Und? Ding! Boah. Ah, Bereich freigeschaltet, Ferienhäuser. Ja, wir haben dann nur die Garten. Guck mal, das Spiel weiß voll Bescheid. Schließe 10 Bauvorhaben komplett alleine ab. Ja. Hä, aber ich komme hier gar nicht rein in das Ding, kommt ihr ja auch nicht rein. Oh, guck mal, das ist ja ein Spielplatz. Ja, also, du gar nicht ich weiß rein. Ja nicht, wo wir die ganzen Utensilien daher her. Ja, aber gerade sagen, die haben wir doch gar nicht angeliefert. Die haben wir im Schutt gefunden. So, guck mal, das haben wir angeliefert hier. Die 10 Dinger, die hier gepflanzt sind, das sind mehr als 10, aber die hier gepflanzt sind. Die haben wir angeliefert. Ich spring mal auf. Oder auch nicht. Ja, komm, ja, komm. Ich komm noch nicht. Ja, Tag, mach mal Räuberleiter. Ja. Ja. Und? Noch einer? Komm. Ich mach mal mit Anlauf. Okay. Ich will sicher mich mal. Klick mal auf Ladung sichern. Oh. So ein Dreck ist, ey. Ja. Ja. Eingetübt. Komisch. Sichern. Was ist das denn? Oh, meine Schuhe sind aber glatt. Ja. Hier hätte man mal streuen müssen auf der Ladefläche. Ja. Warte, wir müssen einfach mitlaufen in Fahrtrichtung. Kann man denn die Ladung sichern? Mit F eigentlich. Ja, die aber Menschen können sie gar nicht sichern. Fahr mal, wir laufen unsicher. Einfach mit. Ja, wir laufen einfach mit. Fahr mal langsam. Warte mal, wenn ich stehen bleibe, was passiert denn dann? Stehen bleiben? Oh. Schau mal, aber gemütlich laufen klappt auch. Ja, ich gebe ja auch nicht Gas, ne? Ich fahr mal. Haben wir jetzt einen neuen Auftrag? Ja. Ah, wo? Abschnitt, Umzug in die Stadt. Oh, guck mal, 4 Abschnitte. Makler ansprechen. Ja, dann fahren wir doch mal los. Ich komm mit. Mehr oder weniger. Josch! Ja! Hier ist das Schwertransportfahrzeug. Wo? Spawn dich einfach hier hin. Da. B. Als Passagier einsteigen. So, was müssen wir tun? Vorarbeiter ansprechen. Warum ist denn das auf einmal so laut, ey? Makler ansprechen, Vorarbeiter sprechen. James Chakoti. Wir wollen nur den Typ da ansprechen. Ja, ich hab dir doch schon angesprochen. Ja, dann machen wir mal fertig hier. 100%. Makler ansprechen. Boah, geil.
Boah, haben wir einen Abschnitt abgeschlossen, das ist total geil. Fahr mal zum Makler. Vorarbeiter ansprechen. Och, alter Vater. Ey, der hat echt Spaß dann dran. Dann wieder dem Vorarbeiter. Der hat echt Spaß dran. Ja, guck mal. Gehen wir da mal. Dir wird das Recht genommen, dich zu beschweren, okay? So. Verpiss dich da mit deiner Karre. Alter Latz. Ey! Ich bin zuerst da. Alter Latz. James? Weißt du, ihr wolltet das doch nicht ernsthaft spielen, oder? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Spaß und was war das andere? Was ein Trick ist der Kerl. Macht ihr denn? So. Wir versuchen den Vorarbeiter anzusprechen. Wir wollten zur Baustelle fahren. Alter. Ist ein Highlight. So. Was sind die überhaupt? Durch den Tunnel. Durch den Tunnel müssen wir jetzt durch. Skruse-Tunnel. Ah, hallo. Boah, der Sound hier drin ist anders. Ist das geil. Skruse-Tunnel. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Er ist voll laut hier drin. Kann ich irgendwie Licht machen mit L? Nee. Nee, nee. Ja, kein Licht. Das ist traurig. Wie ruhig der James ist. James, warum so ruhig? Ja, der James fährt gerade. Warum ist denn der James eigentlich so ruhig heute? Der fährt mit seinem Auto gerade. Hast du ein Problem oder was? Kannst gerne mit uns über alles reden, das weißt du. Ja, wir sind immer für dich da. Alles gut, alles gut. Ich will mein offenes Ohr und was anderes offenes genau. Für dich. Ah, Kurve. Ja, krass, dann Fehler gemacht. Wo seid ihr eigentlich alle? Offen mal so wir Glück fahren Richtung Baustelle. Was für ein Tunnel? Ah, ich fahr die Brücke runter. In the town. In the town, wer auch was boah. In the ghetto. And his mama cries. Panni, alle so langsam, diese Gangster. Also die Stadt ist schon schön, ne? Oder? Ja. In the ghetto. Bin eher Dorfkind. Ich nicht. Also ich eigentlich doch ein auch Opel. Ich bin aufgewachsenes Dorfkind. Guck mal, ein City Center haben die hier. Mit McBurger. Boing. Wie war das, die Brücke runterfallen? Haben wir noch drüber gelacht? Wer hat nicht gerade so komisch. Das sein Ernst? Wir lachten drüber. Doch es passierte uns auch. Flups und schon waren wir. Und als es passierte, konnten wir es nicht kommen sehen. Ich hab hier so eine Truller, mit der ich gerade rede. Ja, das ist die Maklerin. Wahrscheinlich der Makler. Ja, sag ich, wir müssen jetzt wieder woanders hinfahren. Dann hallo, meine Herren, mein Name ist Ming. Wir hatten telefoniert. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich glaube, ich habe hier das perfekte Gelände für Ihre Ansprüche gefunden. Hallo, schön, Sie kennenzulernen, Frau Ming. Mein Name ist Bodo. Frau Ping. Wir sind schon sehr gespannt, was Sie für uns haben. Können Sie uns mal die wichtigen Informationen geben? Ja, sehr gerne. Dieses Gelände hat vorher einem großen Fahrzeughändler gehört. Die sind vor kurzem pleite gegangen. Oh, wie schade. Das Gelände bietet bis zu 24 Stellflächen, eine separate Werkstatt und repräsentatives Verwaltungsgebäude. Wie ein neues Firmengelände. Neben dem überaus großzügigen Platzangebot ist auch die zentrale Lage direkt in der Stadt sowie die direkte Nachbarschaft zu einem Baustoffhändler und dem Hafen und dem Citycenter super. Oh, das ist aber großzügig. Das hört sich ja großartig an, wie wir vor uns gemacht haben. Können wir den Fuhrpark noch ordentlich erweitern. Monatliche Pacht kostet aber 10.000. Was ist das? Chinesische, keine Ahnung. Guck mal, wie riesig das ist. Alter, Mann. Holla, das ist ja mal eine Hausnummer. Ich glaube, da muss ich mich vorher noch mal kurz mit meinen Kollegen besprechen. Pape, was meinst du? Sollen wir dann den Shit hier machen? Pape? Ich weiß, das klingt nach viel Geld und einer großen Verantwortung, aber ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Wir sind sonst zu eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Vertrau mir, das ist der richtige Weg. Lass mal einfach ja, das Gefühl habe ich auch. Dann ist es beschlossen, wir ziehen um, Frau Ming, wenn Sie sofort nicht wären, alles Nötige zu veranlassen. Sehr gerne, meine Herren. Die nötigen Papiere werde ich Ihnen sofort fertig machen und hier sind schon mal die Schlüssel und das Firmengelände und super, alles unser. Yay! Was ist unser Logo? Ist das hier unser Logo? Ja, das Schlanz ist unser und Logo. Partner. Ja, und dann haben wir jetzt eine neue Firma, wa? Schlanz und Partner. Schwanz und Partner. Die Schlons.